Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Gran Turismo 7 International A-Lizenz auf Gold. Ja, es erwarten uns hier 10 interessante Fahrschulmissionen. Ja, ich werde euch zeigen mit hilfreichen Tipps und Tricks, wie ihr hier das Ganze alles auf Gold macht. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir los mit der ersten Fahrschulmission. Da geht es erstmal nur darum, in Kurven die Bremsen richtig zu betätigen. Ja, die Kurvenfahrt beim Bremsen. Und ihr müsst 2 Kurven hintereinander nehmen, während ihr auch langsamer werdet. Ja, und bitte achtet darauf, den Scheitelpunkt der 2. Kurve zu treffen. Ganz wichtig. Und um das zu schaffen, müsst ihr die Ausrichtung eures Fahrzeugs mit Hilfe des Bremspedals kontrollieren. Ja, und dann sollte das kein Problem sein. Ich habe mal hier die Kurvenmarkierung, Ideallinie, Bremsanzeige und Bremsbereich auf eingestellt. Dann könnt ihr das hier besser alles sehen. Kann man in den Einstellungen auch ausstellen. Machen wir weiter mit der Fahrschulmission Nummer 2. Da müsst ihr mehrere Kurven in Folge fahren. Und ihr müsst versuchen, das Auto stabil zu halten. Ja? Erst kommt die Gerade und dann geht es in eine 90-Grad-Kurve und gefolgt von einer weiteren Kurve. Ja, und wenn ihr hier um die Kurve so rumfährt, vorsichtig mit Gas und Bremse sein, dann sollte das eigentlich funktionieren. Und wenn das Auto für die Kurvenausfahrt richtig ausgerichtet ist, dann könnt ihr wieder Vollgas geben. Dann solltet ihr hier ohne Probleme, denke ich mal, auch diese Mission auf Gold schaffen, liebe Leute. Machen wir weiter mit Fahrschulmission Nummer 3. Jetzt wird es interessant, ein bisschen Rallye. Da muss man auf jeden Fall versuchen, das Fahrzeug immer stabil zu halten. Und auf geht's hier auf die super coole Staupiste, liebe Leute. Ja, und gerade bei hohen Geschwindigkeiten müsst ihr das Rutschen minimal reduzieren, ja, nicht zu sehr rutschen, dann reicht es nicht mit der Zeit. Ja, stabilisieren könnt ihr das Auto über das Gaspedal auf jeden Fall und immer darauf achten, vor jedem großen Sprung in einer geraden Linie zu fahren. Ja, und wenn ihr die Punkte alle so beachtet, dann sollte das hier auch kein Problem sein auf Gold. Ja, und wenn er es nicht gleich schafft beim ersten Mal, dann ihr wisst ja, ihr habt ja hier so viel Versuche, wie ihr nur möchtet, dann versucht er das einfach nochmal. Jo, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit International A-Lizenz mit Fahrschulmission Nummer 4. Ja, hier schön mit den Ferrari Testarossa geht's hier los, liebe Leute. Ja, es geht auch wieder darum, die Ausrichtung und die Stabilität des Autos. Ja, die Kurven kommen hier gleich nach der Geraden, sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Kurven. Und denkt mal daran, die Ausrichtung des Fahrzeugs immer darauf achten, ja, ist ganz wichtig. Und auf jeden Fall darauf achten, damit ihr nicht zu schnell Gas oder Bremse tritt. Ja, immer schön nach Bedarf, nicht zu doll. Schön mit Bedacht alles machen. Durch eine präzise Pedalkontrolle haltet ihr das Fahrzeug auf jeden Fall stabil und dann sollte das hier auch wunderbar mit Gold funktionieren. Machen wir weiter, Fahrschulmission Nummer 5. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Fahrschulmission. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Echt ein cooles Auto, macht mega viel Spaß, die Mission. Aber hier ganz wichtig, sorgfältiger Umgang mit Gas und Bremse. Nicht zu viel bremsen, weil dann könnte es schon nicht mehr für Gold reichen, wenn ihr Pech habt. Ja, und auf der Strecke Le Mans hier wird ja auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ausgetragen. Ja, ihr durchfährt hier die Kurvenfolge nach der Porsche-Kurve. Ja, und denkt immer daran, das Auto ist wirklich sehr, sehr leistungsstark. Also bitte immer darauf achten, was ihr tut und immer auf Präzision achten. Dann sollte das hier auch kein Problem sein, denn schafft ihr das auch irgendwann. Vielleicht auch beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Ihr werdet ja hier sehen. Auf jeden Fall
könnt ihr hier Gold schaffen. Machen wir weiter mit der nächsten Mission, Fahrstuhlmission Nummer 6, liebe Leute. Hier geht es jetzt darum, Kurven mit Höhenunterschieden zu fahren. Ja, da lernt ihr das Bergabfahren und das Auto dabei stabil zu halten. Jetzt kommt eine scharfe Linkskurve mit einer unübersichtlichen Kuppe und danach ein sehr abruptes Gefälle. Ja, muss man auf jeden Fall richtig versuchen, die Kurve hier zu fahren. Ja, denkt daran, immer eine gerade Linie zu bremsen, um dementsprechend langsamer zu werden. Ja, das war auf jeden Fall eine super coole, interessante Kurve. Macht echt Spaß, die zu fahren. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit Fahrschulmission Nummer 7. Ja, jetzt geht es um Kurvenfahrten bei nassen Bedingungen. Ja, auf jeden Fall bei nassen Bedingungen nicht überall Vollgas geben. Ja, gerade bei Nässe hier, wenn ihr da Vollgas gebt, dann drehen die Reifen sofort durch. Also wirklich vorsichtig beschleunigen und sofort vom Gas, wenn ihr merkt, dass sich das Auto querstellen will. Ja, und wirklich nur Vollgas geben, wenn das Fahrzeug nach vorne ausgerichtet ist. Ja, und wenn ihr die Punkte alle so beachtet, hier auf nasser Fahrbahn, dann solltet ihr hier diese Fahrstuhlmission auch auf Gold schaffen. Ja, ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden, hier das Wetter bei Gran Turismo 7. Machen wir weiter mit Fahrschulmission Nummer 8. Hier gibt es mehrere anspruchsvolle Kurven und man muss wieder das Prinzip des geraden Bremsens beachten. Ja, die interessante Kurvenfolge besteht aus Rechts- und Linkskurven. Hier bei der Linkskurve am Fuße des Abhangs bitte wieder beachten, den Scheitelpunkt der Kurve zu schneiden. Und währenddessen Sie mit den Lenken beschäftigt sind, achten Sie darauf, nicht zu vergessen, immer nur in einer geraden Linie zu bremsen. Ja, und wenn ihr das alles so beachtet, dann sieht es hier auch ganz gut für Gold aus, liebe Leute. So, jetzt kommt wirklich eine richtig coole Fahrschulmission. Die Fahrschulmission Nummer 9, liebe Leute. Die Fahrschulmission hat mir besonders viel Spaß gemacht. Mehrere anspruchsvolle Kurven in Folge. Ihr müsst die Beschleunigung auf den Unebenheiten der Strecke anpassen. Ja, und hier geht es wieder um Kurvenfolgen, mehrere Kurven. Und hier ist wieder ganz wichtig, ganz grundlegende Prinzipien, das Verbinden der Scheitelpunkte. Ja, das müsst ihr üben und irgendwann klappt es, davon gehe ich aus. Und immer darauf achten, auch nicht zu stark zu bremsen. Ihr müsst hier bei dieser Mission nur wenig bremsen und immer schön beschleunigen, vorsichtig und präzise fahren, ist hier ausschlaggebend, um Gold zu erreichen. Ja, aber wenn ihr auch hier wieder die ganzen Punkte beachtet, mit ein bisschen Übung, schafft ihr hier auch die Goldmedaille, liebe Leute. Ja, und jetzt kommt eine richtig gute Fahrschulmission, die hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Jetzt geht's im Mercedes AMG GTR auf den Nürburgring Nordschleife. Ja, und das ist auch die Fahrschulmission Nummer 10, die Abschlussprüfung. Ja, und wenn man hier die Abschlussprüfung gemacht hat, dann bekommt man die International A-Lizenz. Egal ob Bronze, Silber oder Gold, man bekommt die Lizenz trotzdem. Ja, und bei dem Streckenabschnitt, der jetzt folgen wird, da gibt es sehr, sehr viele Kurven. Kurve und noch eine Kurve, immer wieder Kurven, aber das sieht ihr ja gleich. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's zur Abschlussprüfung. Mehrere anspruchsvolle Kurven in Folge. Starten wir los auf der Nordschleife mit den super coolen Mercedes-Benz AMG. Ja, hier müsst ihr mit einer Außen-Innenlinie alle Scheitelpunkte nutzen. Ja, und die volle Streckenbreite solltet ihr auch ausnutzen. Ja, ihr müsst versuchen auf jeden Fall hier sehr, sehr zügig durchzufahren, wenn ihr die Goldmedaille
haben möchtet. Ja, teilweise nicht zu stark bremsen, außer da, wo es vonnöten ist. Ja, ich habe hier die Bremspunkte mit angelassen, denn seht ihr es, hier bei der Kurve jetzt hier ein bisschen stärker bremsen als vorher. Schön links rum. Jetzt kommt wieder eine Kurve, also wie ich schon erwähnt habe, Kurven über Kurven und noch mehr Kurven. Aber das ist die Nordschleife, das ist ja bekannt für die vielen Kurven, gerade hier in diesem Streckenabschnitt. Und da vorne ist auch schon die Ziellinie und es hat für Gold gereicht, liebe Leute. Ja, coole Sache, überall Gold. Ich hoffe, ihr schafft es auch, überall die Goldmedaille hier bei der International A-Lizenz zu erreichen. Ja, und wenn man Gold hat, dann gibt es auch noch ein Auto, was man gewinnt. Ja, auf jeden Fall eine super coole Sache hier bei Gran Turismo 7. Ja, die Lizenzen bei Gran Turismo 7 machen mir echt viel Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß. Ja, das bringt auf jeden Fall eine coole Abwechslung, ist echt nett und super cool. Ja, und Fahrschule, Mission, Streckenerfahrung und das alles gehört doch irgendwie zu Gran Turismo dazu. Ja, und Gran Turismo 7, muss ich mal sagen, ist wirklich super sensationell, das Spiel. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie gefällt es euch denn? Könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst hier einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao.